Du Jojo-Nudeln, herzlich willkommen auf dem Kanal Aldinter. Und ja, ich habe mich jetzt relativ spontan hier draußen noch schnell hingesetzt, um dieses kleine Video zu drehen für euch, weil, also ich sag mal so, es kam lange kein Video auf meinem Kanal. Das haben einige gemerkt, das habe ich gemerkt, dass das einige gemerkt haben, um es mal so zu sagen. Ich meine, ich habe 380 Abonnenten, das ist nicht wirklich viel. Ich bin natürlich trotzdem jedem dankbar, der mich abonniert, der meine Videos guckt. Und es ist halt jetzt so in den letzten Tagen gewesen, dass mich immer öfter Leute anschreiben, so: Jo, Tom, schon lange kein Video mehr hochgeladen. Warum? Mach mal wieder was. Nächste Woche sollte was kommen. Und ich muss sagen, es ist so, dass ich jetzt in letzter Zeit einfach wenig Zeit hatte. Oder einfach auch gar keine Lust, weil ihr müsst euch so vorstellen, ich sag mal, für so einen Vlog, den zu schneiden, weil ich noch Anfänger bin, brauche ich vielleicht 3 bis 5 Stunden. Sag mal, vielleicht, wenn es schnell geht, auch gerne mal 2. Aber ich bin halt einer, der das immer so perfekt haben will, eigentlich. Also ich schneide da wirklich jeden Cut auf den Beat vom Lied und so. Merken viele vielleicht gar nicht. Also das sind halt alles so Einzelheiten, wo ich drauf achte. Und dann dauert das schon mal lange. Also ich möchte natürlich auch ein bisschen Qualität bieten, dass ihr euch auch das Spaß macht zu gucken. Aber es geht halt darum, dass wenn ich jetzt von der Gamescom noch vielleicht 4 Stunden Videomaterial habe, was ich alles gefilmt habe, dass das auch irgendwann mal geschnitten werden muss. Und das braucht einfach extrem lange Zeit. Und da ich jetzt auch wieder zur Schule muss und dafür auch was machen muss und derzeit auch noch eine Freundin habe, und das zieht halt alles Zeit wie Sau. Ja, ich habe jetzt lange überlegt, lade ich diese ganzen Gamescom-Videos überhaupt hoch, und habe entschieden, ja, weil das sind alles Erinnerungen und Momente, die ich eigentlich mit euch teilen wollte oder auch teilen will. Das sind Momente, die ich auch für mich selber festhalten will. Vielleicht in einem Jahr noch irgendwann gucke und einfach so denke, yo Mann, das war richtig geil. Und das hat ja auch Spaß gemacht. Und warum sollte ich das dann nicht mit euch teilen, dass ihr vielleicht auch so Spaß habt? Und darum werden die Videos jetzt auf jeden Fall kommen. Als erstes wird das erste Gamescom-Video kommen, auch wenn das viel zu spät ist. Ich meine, das ist 3 Wochen her, aber ich will es auf jeden Fall hochladen. Ich werde es noch hochladen. Und ich hoffe, ihr versteht das auch. Also ich kann natürlich auch verstehen, wenn jetzt Leute sagen, ja, komm, dann hör ganz auf. Aber das will ich auch nicht. Ich meine, ich habe ja noch Riesenspaß an der Sache. Ich mache das ja nicht, um, was weiß ich, Aufmerksamkeit zu bekommen, um damit Geld zu verdienen. Und ich würde trotzdem allen danken, die in der ganzen Zeit, wo ich jetzt nicht da war, es war ja teilweise schon mal so eine Phase, wo ich vielleicht einen Monat nichts hochgeladen habe und dann trotzdem ein Video kam und sofort an einem Tag 100 Views, wo ich mir so denke, wow, krank, Mann, dass ich doch noch so eine aktive Community habe, auch wenn das alles bei mir noch kleiner Maß hat, aber ich trotzdem jeden einfach riesig dankbar bin, dass er mich abonniert hat und wer auch aktiv meine Videos guckt. Also das ist einfach ein schönes Gefühl, muss ich jetzt mal sagen. Und wie gesagt, ich werde das hochladen, es wird kommen, aber ich wollte es jetzt einfach mal klarstellen in dem kleinen Video hier, dass ich noch lebe.